Die zweite Etappe meiner Indochina-Reise führt nach Laos. Von Hanoi geht es nach Luang Prabang, die Hauptstadt des ersten unabhängigen Königreichs in Laos. Dabei bieten sich schöne Ausblicke auf den Mekong. Die Altstadt liegt auf einer langgestreckten Halbinsel, die der Nebenfluss Nam Khan mit dem Mekong bildet. Bei Sonnenaufgang kann man eines der eindrucksvollsten Ereignisse Luang Prabangs erleben, den morgendlichen Almosengang der Mönche. Um diese Zeit ziehen die Mönche der über 24 Klöster durch die Stadt, um ihre Tagesration einzusammeln. Die Spender knien auf Matten entlang der Straße. Zu beachten ist, dass der Mönch die Spende von oben herab entgegennimmt. Der Spender ist also der Niedrigere. Im Hintergrund das Wat Sene, der Tempel der 100.000 Schätze, einer der schönsten der 24 Tempel in der Altstadt. 1718 erbaut, war er der erste, der im thailändischen Stil mit roten und gelben Dachziegeln gedeckt wurde. Weiter im Norden das Wat Hien Thong, das Kloster der Goldenen Stadt, das älteste und schönste in Luang Prabang. Das weit heruntergezogene Dach des Sim war Vorbild für weitere Tempelbauten in der Stadt. Gegründet wurde es im Jahr 1560 von König Seta Thirat, der im selben Jahr die Hauptstadt aus Angst vor burmesischen Angriffen nach Vientiane weiter im Süden verlagerte. Luang Prabang blieb aber kultureller Mittelpunkt des Landes. Der Vihan Hophanon, genannt Rote Kapelle, birgt einen liegenden Buddha aus der Gründungszeit des Klosters. Zum Neujahrsfest ist in jedem Tempel eine Buddha-Dusche aufgebaut. Man gießt Wasser in eine lange Rinne, die am anderen Ende auf eine dort stehende Buddha-Statue tropft. Hintergrund ist ein Reinigungsritual zum neuen Jahr, weshalb man auch vom Wasserfest spricht. Wohin das führt, sehen wir gleich. Am Neujahrstag wird die sonst so ruhige Hauptstraße zum Schlachtfeld. Die meisten sind mit Wassereimern oder Spritzen ausgerüstet, um sich gegenseitig zu befeuchten. Es gibt einen Festzug durch die Altstadt mit unterschiedlichen Gruppen, die bald schon völlig durchnässt sind. Nur die Trägerinnen der wertvollen historischen Trachten werden etwas verschont. Die Blumengestecke werden zum Tempel gebracht. Auch die höchsten geistlichen Würdenträger bleiben nicht trocken. Sie haben das ganze Jahr verursacht. Auch die aus den Tempeln bekannten Dämonen werden heute wieder lebendig. Manche Gruppen haben schon fast das Format unserer Karnevalswägen. Wer da als Tourist mittendrin sein will, sollte entsprechend ausgerüstet sein. Geht man auf der Hauptstraße weiter südlich, kommt man auf Höhe des Pusi-Hügels zum Königspalast. Der heutige Bau wurde 1909 fertiggestellt und beherbergt das Nationalmuseum. Erst vor kurzem wurde auf dem Palastgelände diese Halle für den Prabang Buddha errichtet. Die 83 cm hohe Statue ist ein Geschenk des Khmer-Königs aus dem Jahr 1359. Sein Platz ist leer, denn die Neujahrsfeiertage verbringt er traditionsgemäß im benachbarten Wat Mai, wohin er mit dieser Kutsche gefahren wird. Er steht nun in einem Zeltpavillon vor dem Eingang des Tempels unter einer Doppeldusche. Während drinnen im Tempel gebetet wird, herrscht draußen Volksfeststimmung. Thank you.
Den Anfang der Bewässerungszeremonie machen die Mönche. Und das Fernsehen überträgt das Ganze live. Das abfließende Wasser wird abgefüllt und als eine Art Weihwasser nach Hause genommen. Etwas weiter südlich das Wat Tat, der Stupa-Tempel. Hier ist unter anderem Prinz Suvarnabhumi begraben, langjähriger Ministerpräsident bis zur kommunistischen Machtübernahme 1975. Noch erhalten ist die Stupa Mahathat, die dem Kloster den Namen gibt. Jetzt geht es noch hinauf auf den Pusi-Hügel über den Wat Mai. Jeden Abend versammeln sich hier Dutzende von Touristen, um den Sonnenuntergang zu beobachten, der allerdings meistens ausfällt. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Kuangsi-Wasserfall, rund 20 Kilometer südlich. Für die weite Fahrt muss der Fahrer erst einmal tanken, entsprechend seinem Budget in homöopathischen Mengen. Der Wasserfall ist ein auch bei Einheimischen sehr beliebtes Ausflugsziel. Die größeren Wasserbecken sind beliebte Badeplätze. Dann kommen wir zum eigentlichen, rund 60 Meter hohen Wasserfall. Eines der bekanntesten Ausflugsziele rund um Luang Prabang sind die Pak U-Höhlen. Man erreicht sie auf einer eineinhalbstündigen Bootsfahrt flussaufwärts. Die schlanken Boote entwickeln auch flussaufwärts ein beachtliches Tempo. Die Höhle liegt am Fuße einer steilen Felswand direkt am Ufer des Mekong. Während des Indochina-Kriegs brachte man hier Buddha-Statuen vor Plünderungen in Sicherheit. Früher besuchte der König diesen Tempel an Neujahr. Deswegen ist auch jetzt der Andrang ziemlich groß. In der unteren, halboffenen Höhle stehen hunderte von Buddha-Statuen. Früher sollen es bis zu 5000 gewesen sein. Ein Pfad führt 200 Meter hinauf zur oberen Höhle. Gleich nach dem Eingang eine kleine steinerne Buddha-Dusche. Weiter hinten wird es dann so dunkel, dass man Einzelheiten nur mit dem Blitzlicht sichtbar machen kann. Langsam machen wir uns auf den Rückweg. Unser Bootsführer wartet schon. Dann geht es weiter nach Wianchuan, seit 1563 Hauptstadt des Landes. Mit seinen 200.000 Einwohnern wirkt es eher wie eine beschauliche Provinzstadt. Zu den Hauptsehenswürdigkeiten zählen neben einer Reihe von Tempeln der Triumphbogen und die goldene Stupa, das Nationalsymbol von Laos.